und ganz herzlichen Dank, dass du dir mein allererstes Video von dem neuen Giant Wine E anschaust. Während das Video im Hintergrund weiterläuft, möchte ich dir erstmal erzählen, wie ich zu diesem Fahrrad kam. Das war auch eher Zufall. Das stand da im Schaufenster und die Farbe lachte mich einfach an. Ich habe mir dann die technischen Daten angeschaut und war sehr beeindruckt davon, zumal das Fahrrad unter 5000 Euro kostet. Meine spontane Entscheidung, das Fahrrad direkt mitzunehmen, habe ich verworfen und bin dann erstmal nach Hause gefahren, habe mir in Ruhe die technischen Daten nochmal im Internet angeschaut und verglichen, denn eigentlich bin ich ja eine eingefleischte Hardtail-Fahrerin. Und mit meinem Hardtail von 2018 bin ich bis dato sehr zufrieden. Der Motor ist zwar nicht ganz so stark, der hat nur 50 Newtonmeter und der Akku hat auch nur 400 Watt. Aber das Fahrrad hat mir sehr viel Spaß gemacht in den letzten 3 Jahren und ich bin damit durchaus zufrieden gewesen. Allerdings finde ich, ist der Motor jetzt für mich nicht mehr stark genug, denn ich werde ja auch nicht mehr jünger. Und so hatte ich in der letzten Zeit schon öfters nach einem neuen Fahrrad geschaut, welches dann auch einen stärkeren Motor hat und einen größeren Akku. Leider gibt es solche Fahrräder nicht in der Ausstattung für ein Hardtail. Und das war dann der Grund, warum ich mich genau für dieses neue Fahrrad entschieden habe. Die Bestellung habe ich übers Internet gemacht und das Fahrrad war innerhalb von 2 Tagen bei mir zu Hause. Ich hatte es direkt nach der Lieferung ausgepackt, grob eingestellt, sodass ich meine erste Testfahrt zu Hause im Gelände durchführen konnte. Also ich muss schon sagen, das Gefährt macht richtig Spaß. Zunächst bin ich aber wirklich nur im Eco und im Tour gefahren und war damit schon sehr zufrieden. Die Bedieneinheit am Lenker ist eher unspektakulär. Man kann die Motorstufen rauf und runter schalten und es gibt eine Schiebehilfe. Mit der Ride Control App kann ich vom Handy auf diese Einheit zugreifen und habe mir die Schiebehilfe einfach gegen den Smart Assistant ausgetauscht. Somit habe ich im Trail auf jeden Fall sofort Zugriff auf den Smart Assistant und kann in einem Flow berg runter, berg hoch und knifflige Passagen fahren, ohne dass ich irgendwie aus dem Tritt komme oder es mir schwerfällt. Die 12-fach-Schaltung von Shimano mit einem Ritzelpaket von 10 bis 51 Zähnen kommt mir sehr entgegen, denn am Hardtail hatte ich ja nur noch die 9-fach-Schaltung von Shimano und habe diese schon aufgerüstet auf eine 1142 Kassette. Das funktioniert sehr gut, aber meine Fahrtechnik ist nun mal auch weiter fortgeschritten und das Fahrrad kommt an seine Grenzen. Da reichen mir dann die 42 Zähne nicht mehr. Die Schaltung bricht förmlich auseinander. Da habe ich jetzt mit dem Wine E auf jeden Fall einen Pluspunkt. Und natürlich der Motor, der stärker ist und der Akku, der ein bisschen größer ist. Somit habe ich weiterhin Spaß am Fahrradfahren und kann mich weiterhin intensiv auf meinen Trails austoben. Eine kurze Info noch zu dem Giant Motor, powered by Yamaha. Der Motor hat insgesamt 6 Stufen. 5 Stufen, die man ganz normal hochschaltet, von Eco auf Basic, Active, Sport und Power. Die Stufen sind variabel einstellbar, wenn man das über die Ride Control App vornimmt. Und dann gibt es noch den Smart Assistant, der sucht die entsprechende Unterstützungsstufe heraus, während man sich auf dem Trail bewegt. Und hierbei setzt der Smart Assistant ganz sanft ein, ohne einen extrem nach vorne zu pushen. Er bietet genügend Kraft, um sofort im gleichen Flow weiterzufahren. Das macht schon richtig Spaß. Ich habe das auf meiner ersten Probefahrt im Gelände ausprobiert. Eigentlich war ich immer dagegen und wollte selber die Schaltaktivitäten vornehmen, aber der Smart Assistant hat mich tatsächlich überzeugt, diesen auch zu nutzen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche einen schönen Tag, bis bald im Wald.